Willkommen zurück zu einer neuen Folge von hier ist sogar noch Loot von Baldur's Gate. Okay. Dann schau du bitte mal nach Fallen. Soll ich jetzt schon buffen? Ich hab genug davon. Oder wie machen wir das? Noch ein Umhang. Sehr schön. Eure Dienerin steht, wie ihr wünscht. Ich glaube, ihr seid zwar nur leicht angeschlagen, aber ich werde, glaube ich, echt nochmal eine Runde rasten vorher. Dann haben wir auch alle Zauber wieder. Umhang des Schildes. Ah ja, guck mal. So, haben wir die ganzen Schlüsselsteine. Das kommt nochmal weg. Tja. Hatte ich nicht irgendwelche Pfeile, die gegen Magie... Naja gut, das heißt, es wird schon irgendwie werden. Es wird schon irgendwie werden. Gut, einmal gerastet, bitte. Wir buffen jetzt. Aber ich speichere dann vorher ab. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. So, achso, du kannst ja immer nur einen. Aber du kannst vielleicht nachher Flächenschaden oder irgendwas machen. Ach genau, und du hast noch Hast, ne? So, Gruppenstärke. Dann die Gruppenverteidigung. Und du kannst die Hast rausholen. Ja, was wollt ihr? Alles klar. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen. Da geht's rum. Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Hey. Die Spinne sagt zur Fliege: Willkommen in meinem Heim. Ihr seid zum Sterben gekommen. Davon bin ich überzeugt. Wir sind gekommen, um eurer Bösartigkeit ein Ende zu setzen. Natürlich seid ihr das. Ihr kamt her, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen, und ihr glaubt, das gibt euch Kraft. Man wird eurer als tapferer Märtyrer gedenken, falls man eure Leiche findet. Wahrscheinlich ist allerdings, dass niemand erfährt, dass ihr hier umgekommen seid. Und euer Name gerät bald in Vergessenheit. Ihr seid mir nicht im Weg, genauso wie diese Belger da hinten. Ihr habt euren Zweck erfüllt und nun werdet ihr sterben. Mein Zweck erfüllt, ich habe euch nichts getan. Nichts für euch getan. Ihr habt genau das getan, was ich wollte. Ich brauche ein Lager, das befestigt und sicher ist. Außerdem wünsche ich nicht, dass meinen Lakaien bei jedem Schritt der Tod lauert. Ich locke also dumme Abenteurer an, und die werden die Böden hier schon sicher machen. Sie kommen bis hierher und sterben hier. Da muss ich mir nicht noch selbst einmal die Hände schmutzig machen und die Fallen selbst entfernen. Diese dummen Sterblichen bringen sich selbst um mit meinem Spiegel des Gegensatzes. Durlock hat mir ein schönes Heim gebaut und ihr habt mir gute Dienste geleistet. Es ist die Pflicht des Fleisches, sich abzurackern und dann zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Vielleicht gebt ihr alles Fleischliche auf und kehrt zurück. Ich zweifle jedoch daran, dass ihr so privilegiert seid. Hochmütiger Trottel, ihr habt jetzt, oder? Ich weiß zwar nicht, was ihr mit diesem Ort vorhabt, aber ihr werdet nicht jetzt, oder? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Informationen. Hochmütiger Trottel, ihr habt es preisgegeben, dass ihr diesen Ort als Lager benötigt. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht, dass ich es aus euch herausprügle.
Ihr mögt fragen, so viel ihr wollt, aber ihr werdet vergeblich auf die Antworten warten. Sterben werdet ihr, aber ich weiß wohl, dass die Toten nicht so schweigsam sind, wie sie sein sollten. Doch das könnt ihr nicht verstehen. Der Tod ist eure einzige Option. Ich werde euch eigenhändig mit meinem Schwert enthaupten. Und ihr habt mir gut Dienst geleistet, ihr verdient diese Ehre. Das ist doch nett. Vielen Dank. Okay, Feuer frei. Gib ihm. Au. Du kriegst aber ordentlich was ab. Das ist schon mal praktisch. Ja, steht ganz oben auf meiner Liste. Ihr habt gerufen? So, dann einmal die Hast. So. Einmal. Zweimal. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Bin euch weit voraus, Chef. So. Zack. 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 Also er kriegt schon mal ordentlich Schaden. Müssen halt echt gucken, dass Kali dann etwas länger durchhält. Weißt du was? Ja, o allgegenwärtige Autorität. Das lohnt sich doch, die Waffe mal zu nutzen. Was immer ihr braucht. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ja, mal gucken, wie das jetzt läuft. Komm. Was war das jetzt? Für... Ah! Okay. So, gut, der widersteht, ne? Zumindest mal was dem Feuer einigermaßen, aber der Rest geht, glaube ich, ne? Dieses, ja. Das ist halt doch super unschön. Gut. Irgendwie müssen wir ihn davon abhalten, dass der diesen Feuerball macht, weil der haut uns halt hier komplett raus. So, ne, ihr greift bitte beide weiterhin an. Dich kann ich nicht steuern. Nimm mal. Ich kann dich ja leider gerade nicht steuern. Hast du irgendwelche Magie auf dir? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob das was bringt. Jawohl. Okay, zweiter Anlauf. Ich glaube, das war gar nicht verkehrt. Cool. 15.000 Erfahrungspunkte. Eieiei. Ein Seelenräuberdolch. Und halt noch ein paar nette Sachen. Okay. Das möchte ich gerne speichern. Wenn du wieder soweit bist. Ich bin ganz Ohr. So, ja. Bedien dich mal. Okay.
Da können wir gerade nichts mit anfangen. Ein Langschild plus 1. Okay. Kannst du haben? Dieser Dolch wiegt schwer, wiegt schwerer in eurer Hand und fühlt sich warm an. Schon das Bewusstsein, ihn bei euch zu tragen, ist genug, dass ihr euch irgendwie unbehaglich fühlt. Mhm. Weiß nicht, behalte ich den mal. So, was ist mit dem Helm? Okay, da müssen wir jetzt fertig. Ah, ein verfluchter Helm. Gesinnungsumkehr. Einfach die Gesinnung. Ich könnte vielleicht einen von den chaotischen Charakteren geben und die können dann, weil sie dann wieder gut sind, unserer oder bösen Charakteren geben, die kriegen dann einfach eine gute Reputation und können dann in der Gruppe besser mitlaufen. Hm. Gut. Aber ich glaube auch eher, dass ich den verkaufen werde. So, gut. Jetzt komm. Abenteuer. Ruhe das Kriegerin von Schwerter. Ja, was wollt ihr? Wir stoppen auf dem Legende sind nicht wahr, Bo. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Aber hattest du nicht irgendeinen Zauber, der alle Effekte entfernt? Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. So. Furchtbar, okay. Was immer ihr braucht. Hab ich da irgendwas? Zufällig. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Oh, du bist auch schon wieder, ne? Jo. Gut. Dann einmal gespeichert. Einmal gerastet. Ja, das war auf jeden Fall nötig. Sehr gut. Ach, da geht's dann raus. Das sind die ganzen Kollegen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Oh. Oh, Dalton hat überlebt. Wer? Ja, nein! Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Wie heißt du? Bist du Dalton? Deine Mutter hat uns auf die Suche nach dir geschickt. Deine Mutter ist Thriller. Wirklich? Sie hat euch geschickt? Oh, den Göttern sei Dank und allem, was gut ist. Ich will nur noch nach Hause. Achso. Ja, ich glaube, ich werde den mitnehmen. Na dann los, der Weg geht uns jetzt frei. Bleib ruhig und wir werden heil hier rauskommen. Muss los, muss jetzt los. Ah! Okay. Dann, ja, verzieh. Ah, das ist hier dieser Spiegel, ne? Okay, dann haben wir dich hier rausgepackt. Cool. Ich will trotzdem mal kurz speichern. Gut, Spiegel ist kaputt. Passiert irgendwas? Nein. Okay. Ja, dann können wir eigentlich jetzt ja Bescheid sagen, ne? Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, dass der Dämon platt ist.
Bin euch weit voraus. Ich lass nicht zu, dass ich hier vor die Hunde gehe. Ja, ihr habt's geschafft. Dalton kam so schnell rausgeschossen, so schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen. Hat noch einer der anderen... Nein, sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird Daltons Mutter wieder gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in ihr... er in näherer Zukunft wieder auf Abenteuerreise gehen wird. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestoppt, obwohl es mich wirklich beruhigt. Beunruhigt. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Also, ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Okay. Ja, dann haben wir tatsächlich hier alles. Durlax selber ist ja auch weg. Hast du noch was zu erzählen? Die Anwesenheit des Geistes hier nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet. Ein weiterer Eindringling, der sich bereichern wollte. Verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte, der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, meint Durlax. Dieser Ort wird mit der Zeit zu und abnehmen. Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Ich werde euch fortschicken. Okay, Dankeschön. Geistesversagens brauchen wir ja nicht mehr. Gut, dann, ja, sammeln wir das Zeug hier nochmal ein. Kann ich euch, wenn niemand besser geeignet ist? Ich lasse die Bücher, oder? Müssen wir mal gucken, wer die Lindwürmer haben wollte. Wenn niemand besser geeignet ist. Und ich gucke, ob ich vielleicht dann doch die Sachen hier noch mitnehme. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ach, du kannst ja nicht alleine runter. Ihr zeigt, wohin ich schlage. Was habt ihr dieses Mal für mich? Bin euch weit voraus, Chef. Ich wollte dich jetzt einfach mal kurz vorschicken und die Schlüssel einsammeln, aber gut, dann. Ja, es gibt was wollt ihr? So viele Orte, bin euch weit voraus, Chef. Noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Es sind ja hier nur ein paar Meter. Ja? So. Hä? Bin euch weit voraus, Chef. Es sind echt noch Ghouli hier unten? Was habt ihr dieses Mal? Ja, ich kümmere mich so drum. Ihr könnt euch doch eigentlich schon wieder verziehen, ne? Hier ist ja nichts mehr. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Bin euch weit voraus, Chef. Gut, dann. Bin euch weit voraus, Chef. Geht's ab? Achso, mit den Schlüsselsteinen müssen wir halt mal gucken. Ich glaube, da werden wir jetzt auch nichts mehr mit anfangen können. Bin euch weit voraus, Chef. So, neue Gegner gespawnt. Nein. Okay, gut. Aber schön, dann können wir auch Bescheid sagen. So, Bolzen, die Blub. Ne. Sind zwar was wert, aber. Achso, vielleicht, weiß nicht, können wir die in Ugoth nochmal verkaufen, dann. Fällt mir gerade ein. Nicht so viel reden und mir. Vielleicht wird das ja was. Ja, ich glaube, dann würde ich direkt nochmal nach Ugoth und dann bleibt ja nur noch das letzte hier, die,
So. Hat sie etwas gesagt? Wir die Sache mal ins Rollen. Mhm. So, du hast Kriegshammer, der weg kann. Die Wurfpfeile, die weg können. Der Schädelmalmer. So. Keins Leben, drückefrei behalten wir. Die brauchen wir auch nicht. Kurzschwert kann weg und der Langschild kann, das Langschild kann weg. Ui, das gibt Geld. Cool. So. Du hast noch ein paar beißende Bolzen. Gut, ja. Nicht viel wert. Du kannst gleich einen ganzen Haufen Edelsteine rausholen. Und ich glaube, den Stab der Blitze wollte ich verkaufen, ne? Und den Helm der Gesinnungsumkehr auch. Schön. Ja. So, dann gehen wir euch mal wieder kurz ans Inventar. Ich, genau, und den Engelshautring, den bringe ich glaube ich auch jetzt als erstes mal weg, sonst habe ich das nämlich vergessen. So. Aber es ist schön, dass du das hier alles annimmst. Okay, das ist dann zu viel. Oh ja. Ich glaube, da müssen wir noch eine Tour. Achso, ich schieb den Seelenräuber durch. Ich glaube, den wolltest du ja auch nicht annehmen. Wie viel Zauber haben wir denn mit? Auch nicht so viel, ne? Ja, okay. Das reicht dir gerade? Habt ihr etwas gesagt? Wie ihr wünscht. So. Ja, das lohnt sich aber auch, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, die Perle war vorher bei 200, ne? So, kommen wir auf 200.000? Ich mir das nicht gut vorstellen. Dann zweite Runde. Na? Ah, schade. Hätte ja fast gereicht. Habt ihr etwas gesagt? Aber gut, dann geht's dann gleich nochmal ab. 5.000 ist halt auch nicht verkehrt. Ich glaube, sonst haben wir hier aber erstmal nichts mehr, ne? Gut. Ja, was wollt ihr? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Also, warte mal, du kannst tatsächlich auch mal wieder... Scheinst nichts von den Dingern genutzt zu haben. Wahrscheinlich muss man das aktiv auswählen. Okay, nach langer, langer Zeit. Oh, da wäre sogar mal noch ein unbekanntes oder ein nicht erforschtes Gebiet. Ja, genau. Müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Wo genau das jetzt war.
So, Ring für eine Dame. Für, achso, wahrscheinlich beim... Bin euch weit voraus, Chef. Ja, in der Dings. Ach ja, und die Lindwurmköpfe, das war, glaube ich, einer der Kommandanten, der die abgekauft hat, ne? Ich meine, ich kann es hier mal versuchen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Wie wär's mit einem Whisky? Okay. Steht ganz oben. Nee, komm, erstmal die Dings jetzt weg. Erstmal den Ring abgeben. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Dann haben wir das nämlich auch mal erledigt. Ihr habt eine Aufgabe? So, meine Lieben, auf geht's. Tap, 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 schön in Reihung Glied. So lobe ich mir das. Nö, nee, oder? War das hier? Nee. Bin euch weit voraus, Chef. Ich glaube, dann war es eins drunter, ne? Ja. Steht ganz oben auf meiner. Entweder bis. Ach, warte mal, ich fürchte, wenn wir da reingehen, dann wird dann schon das letzte Kapitel gestartet, ne? Mal schauen. Du musst eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter bunte Stellen. Ja, das haben wir auch schon länger nicht mehr gehört. Kommen wir da jetzt nicht mehr rein? Ah, ne, du fehlst einfach. So, Gefangener. Da ist er, Fergus. Hi. Ah, ein Engelshautring. Nichts anderes soll den Finger meiner Liebsten schmücken. Wenn ihr je Arbeit hier in der Gegend braucht, dann meldet euch bei Scar, dem stellvertretenden Kommandanten der Flammenden Faust. Sagt ihm, ich hätte euch empfohlen. Na, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Mhm. Und eine Rufverbesserung mitgenommen. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Sehr schön. Gut, dann sagen wir nochmal Bescheid, dass der Junge wieder zurück ist. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ja, und dann geht's ja eigentlich schon wieder weiter. Dann haben wir noch diese Seefahrerkarte, die wir noch unbedingt loswerden müssen. So. Ach stimmt, ich fällt mir gerade ein, den Dolch sollten wir ja zurückbringen, deswegen konnten wir den nicht verkaufen. Ah. Hayden, ihr seid diejenigen, die den Seelenräuberdolch aus Durlaks Turm geholt haben. Genau, gebt ihn sofort heraus. Hier, bitte. Warum sollten wir euch den Dolch geben? Der Dolch steht im Mittelpunkt all unserer Gebete. Unser Gott kann endlich zurückkehren. Ich muss ihn haben. Okay. Wir werden euch den Dolch niemals geben. Er wird mein sein. Okay. Du verziehst dich, alles klar.
Du aber nicht. Ah, ein Meuchelmörder, der hat ordentlich gesessen. Du hast es so gewollt. Okay. Du, ihr habt aber jede Menge Zeug dabei. Das ist doch schön. Oh, wahrscheinlich sind es einfach nur plus 1 Waffen. Was habt ihr dieses Mal für mich? So, dann geht's hier schon mal etwas besser. Gut, dafür kriegt Minsk jetzt ordentlich ab. Wie viel sind denn das jetzt noch? Okay, Kalyd ist vergiftet. Unschön. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird das mal gelootet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.